Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwerge und Zwergenfreunde, zu A Game of Dwarves. Beim letzten Mal haben wir die nördliche Grenze abgeschlossen und die Feinde ausgesperrt, sozusagen, die durch die Wüste gekommen sind. Jetzt machen wir das Testgelände, wo unser angeblich geheimer Informant auf uns wartet. Also dann, gucken wir mal rein. So, wir starten auf jeden Fall schon mal mit mehr Ressourcen hier unten. Dadurch, dass wir eben den Wirtschaftszweig freigeschalten haben. Forschungen sind auch alle okay. Lassen wir mal kurz auf Pause. Findet den Informanten DEFCON 2. 10 Zwergen soll da ein Außenposten zugewiesen. 25 Befestigungen gebaut. 2 Technologien freigeschalten. Okay. Wir haben hier erstmal sehr wenig Platz, wie man gerade sieht. Okay. Da ist ein bisschen Gold im Boden. Da ist Stein und Eisen. Wir haben einen Bergarbeiter. Also das ändern wir gleich mal. Now, what's going on? Ich kann nicht verstehen, dass jemand freiwillig in dieser Hitze leben möchte. Egal, dieser Informant muss hier irgendwo sein. Ich glaube, er befindet sich irgendwo unter uns. In Ordnung, Zwerge, ihr kennt euch aus, an die Arbeit. Ja, da wäre ein großer Raum, glaube ich, auf derselben Höhe wie wir sind. Jo. Ich verkaufe mal hier die Fackel. Die gibt ein bisschen Holz ab. Mach mal hier den Raum etwas größer. Und mach unseren neuen Jungzwerg gleich zum Bergarbeiter. Dieser Informant, ja? Wer er wohl ist? Er sagte, er sei einer von uns, aber ich kann mich nicht erinnern, jemals jemanden in dieses Gebiet geschickt zu haben. So, ein Bergarbeiter. Den wir hier brauchen. Oh, da wäre Turmalin. Und ja, wir machen es wie immer so. Hier kommt dann... ja, das Schlafzimmer hin. Wahrscheinlich verlegen wir es eins tiefer. Wenn wir das können. Wir müssen ihn trotzdem retten. Er sagte, er hätte mehr Informationen über Magikus. Ich wüsste nur zu gerne, ob das derselbe Magikus ist, der im Krieg einst die Magier anführte. Wenn wir ihn aufhalten können, dann hätten wir etwas geschafft, zu dem selbst König Vater nicht in der Lage gewesen ist. Ah, ich würde hier einen Preis dafür zahlen, um Königs Vater Gesicht zu sehen, wenn ich mit einem solchen Sieg nach Hause zurückkehre. Hear me speak. Genau, die Leute sollten dafür zahlen, mein prächtiges Gesicht zu sehen. Genau. Hört auf, euch einzuschalten. Ja. Also die meisten Räume sind ein bisschen weiter weg. Ich habe übrigens 2 Militärzwerge, sehe ich gerade. Und ich kriege ein leichtes Plus aus irgendeinem Grund. Oh, da wäre Eisen im Schlafgemach mal wieder. Man macht den Raum schön groß, da können wir da Betten aufstellen und Esszimmer und alles. Werde ich hier auch mal den Raum etwas vergrößere. So, Beliebtheit sinkt langsam etwas. Wahrscheinlich, weil wir unseren Hort viel zu groß machen. Und ich werde auch in die Richtung weiter buddeln, auch wenn da wahrscheinlich irgendwo ein Digium lauert. Ich habe nur einen Arbeiter. Ich bin am Überlegen, ob ich gleich schon den zweiten anheuern sollte.
Lesen wir erstmal die Informationen hier von den Quests. Findet ihr den Informanten? Dieser Kerl, wer immer auch ist, behauptet im Besitz für uns wichtige Informationen zu sein. Oh. Warum? Super, da ist ein Maulwurfshort direkt unter uns. Ja, das wäre wohl der Raum gewesen. Na, egal. Ich nehme auf jeden Fall mal das hier weg und lasse sie erstmal hier ausbuddeln und hier fertig ausbuddeln. Und wir haben einen zweiten Forschungspunkt für zweite Luft erstmal. Okay, lesen wir mal weiter. Zuerst müssen wir ihn aber ausfindig machen. Anscheinend wird er hier in der Gegend von den Grünhäuten gefangen gehalten. Ich glaube, dass er sich irgendwo unterhalb des Thronsaals befindet. Nur sein Bauchgefühl. King's Quest, Defcon 2. 10 Zwergen sollen einen Außenposten zugeteilt. Dieses Gebiet ist sehr gefährlich. Wir müssen auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Das können wir gut durch die Einrichtung von Außenposten erreichen. Diesen Außenposten werden dann Zwergensoldaten zugeteilt, die so lange auf ihrem Posten bleiben, wie sie dazu in der Lage sind. Auf diese Weise können wir bestimmte Orte gut verteidigen. Wir sollten mindestens 10 Soldaten zu Außenposten abkommandiert haben. Das wird jedermann zeigen, dass wir es mit der Sicherheit sehr genau nehmen. Festungsbau, Befestigungen gebaut. Befestigungen eignen sich hervorragend dazu, Feinde in Schach zu halten. Wenn man sie schön baut, sind sie außerdem eine Zierde für jede Siedlung. Da dies letztendlich eine gefährliche Gegend ist, sollten wir viele Befestigungen bauen. Heroische Vorbilder. Dass die Forscher kontinuierlich viel Forschungsarbeit betreiben, ist immer sehr wichtig. Dieses Mal sollten wir uns vom Technologiebaum der Technologien zwergische Vorbilder und Heroismus holen. Jemanden zum Aufschauen und zum Verteidigen zu haben, ist wichtig für die Moral. Zwergische Vorbilder und Heroismus. Also Heroismus ist klar, das ist das da hinten. Was sind zwergische Vorbilder? Ach, hey, das ist da ganz oben am Ende der Nahrungskette. Mhm. Hier hätten wir auf jeden Fall schon mal noch mehr Eisen. Und ja, soll ich meine beiden Krieger mal auf die Maulwürfe loslassen? Das wäre schon mal sehr gute Erfahrungspunkte für beide. Ja, das bringt sie gleich mal auf Level 3, die beiden Maulwürfe zu töten. Jo. Komm, töte den Maulwurf. So. Und ich bräuchte da endlich mal Freiraum. Ich stelle schon mal zwei Betten hier auf. Und mit dem Stein, den ich jetzt habe, ich könnte auch Feuerstellen aus Eisen bauen. Aber erstmal solche aus Stein. Gucken wir mal kurz nach oben, was dort auf uns lauert. Hier wären solche Feuerstellen aus Gold. Also Feuerschalen.
Jede Menge Termitenhügel. Und ich hoffe mal, dass sich dahinter noch mehr fruchtbarer Boden befindet. Oh, da ist übrigens auch noch wahrscheinlich eine Maulwurfskolonie oder etwas anderes in der Richtung. Aber so wie es aussieht, habe ich hier Glück im fruchtbaren Boden. Ja, ich habe eins zu weit gebuddelt hier. Oh ja, hier habe ich sehr viel Glück mit dem Boden. Da sind wir auch mal so mutig und graben uns da in die Höhle rein. Wow. Sogar sehr viel Glück mit dem Boden habe ich hier. Und ich baue am besten schon mal ein bisschen Mobiliar auf. Einmal hier so einen Schrank und hier so eine Truhe eigentlich, aber nicht so eine. Ich wollte eigentlich eine Eisentruhe. So. Noch ein Maulwurfshort. Aber sehr schön viel Nahrung. Also können wir den Tisch mal hier so mittig hinstellen. Und können hier den Erntestein aufstellen, den wir brauchen. So, erstmal hier hin. Ihr beide könnt noch mehr Maulwürfe aus dem Weg räumen. Und wir gucken einfach mal, ob wir hier noch mehr Boden finden. Kriegt ihr den Maulwurf tot? Ja, kriegt ihr. Gut. Da sind sie schon mal Stufe 4, was ich sehr gut finde. Also ja, ich sehe hier noch jede Menge grünen Boden, aber... Wie viel ich davon benutze, da muss ich ein bisschen planen. Und ich muss auch irgendwann das Loch hier zumachen. Also ich baue schon mal wie immer meine 4 Radieschen. Und eigentlich bräuchte ich das hier gar nicht mehr ausgegraben. Weil 4 Radieschen und 4 Holzpflanzen mehr als ausreichend sind. Ich bräuchte nur gleich den zweiten Arbeiter. So. Das heißt, ich hole mir wahrscheinlich als nächstes hier oben die Ressourcen. Ah, da wäre auch noch ein Stein. Den können wir uns auch holen. Da machen wir hier oben einfach später mit Holz zu. So, eine Leiter. Kann ich nicht bauen, weil ich nicht genug Zeug habe. So, jetzt aber.